In dieser Lektion soll es um die Grundlagen der sogenannten Kanalkodierung gehen. Es wird auch wirklich nur um die allereinfachsten Grundlagen dieses riesigen Themenkomplexes gehen, weil das ein sehr, sehr kompliziertes Thema ist. Wir starten mal mit einem praktischen Beispiel. Man stelle sich mal vor, man würde die folgenden beiden Wörter Strom und Spaltung in irgendeinem Text lesen. Ich denke, wir sind uns alle ziemlich einig, dass unser Hirn daraus in einem Fließtext ohne weiteres Folgendes machen würde. Wir würden höchstwahrscheinlich hingehen und sagen, naja, mit Strom, das Wort kenne ich nicht, wird wahrscheinlich Strom gemeint sein. Und mit Spannung, was ich auch nicht kenne, wird höchstwahrscheinlich Spannung gemeint sein. Was man sich jetzt aber mal fragen kann, naja, wieso geht das eigentlich? Wieso kommen wir eigentlich auf die Idee, solche Korrekturen von, ich sag mal, Tippfehlern im Kopf automatisch vorzunehmen? Das hängt damit zusammen, dass unsere Sprache ein hohes Maß an sogenannter Redundanz. Das liegt daran, dass unsere Sprache ein hohes Maß an sogenannter Redundanz besitzt. Redundanz sind Elemente in der Sprache und jetzt mal vereinfacht gesagt Wörter oder Wortteile oder auch Satzteile in Fließtexten oder irgendwelche anderen Zusatzinformationen, die wir haben, die zwar nicht relevant für das direkte Verständnis sind, aber zumindest ermöglichen, so eine Art Autokorrektur von Sprache vorzunehmen. Wir hatten eben dieses Strom, ja gut, das Wort gibt's nicht in der deutschen Sprache, was wird denn wohl gemeint gewesen sein? Naja, höchstwahrscheinlich Strom. Die Tatsache, dass wir dieses höchstwahrscheinlich Strom uns im Kopf erdenken konnten, ist ein Zeichen dafür, dass wir Redundanz in der Sprache haben. Wir könnten uns theoretisch also auch viel effizienter unterhalten. Man kann das Ganze auch anders formulieren. Man kann sagen, nicht jede Folge von Buchstaben im Deutschen ergibt Sinn. Es gibt sehr, sehr viele Buchstabenfolgen, teilweise sogar Wortfolgen, die ergeben keinen Sinn. Und immer wenn irgendwas keinen Sinn ergibt, können wir das verwerfen und können Rückschlüsse ziehen, dass hier wohl irgendein Fehler aufgetreten ist. Ja, und das ist letztlich das, was Autokorrektur ermöglicht. Autokorrektur kennen wir mittlerweile, glaube ich, alle von unseren Smartphones. Die treibt man ja auch sehr gerne in den Wahnsinn. Ich habe hier mal einen kleinen Screenshot von meinem Smartphone. Ich wollte jetzt sowas tippen wie Spule, habe aber SPHLE eingetippt. Also was man hier sieht, das H auf der Tastatur ist relativ nah am U. Also ich habe mich einfach mit meinen Wurstfingern ein bisschen vertippt. Und jetzt sieht man, was passiert, wenn Autokorrektur gar nicht eindeutig ist. Denn mein Handy hat keine Ahnung, dass ich irgendwas mit Elektrotechnik zu tun hat. Und hat auch sonst keine Informationen. Das benutzt nur einfach ja Erkennungen von Wörtern, die andere Leute wahrscheinlich ganz gerne benutzen. Und würde dieses Spule, also das SPHLE, dann eher Richtung Sohle korrigieren wollen. Oder sogar Richtung Spüle. Mit beidem habe ich persönlich jetzt nicht so viel zu tun. Das heißt, diese Autokorrekturen, also automatische, ja vermeintliche Fehlerkorrekturen, können nur wahrscheinlichste Alternativen wählen. Und diese wahrscheinlichsten Alternativen, was auch immer jetzt genau wahrscheinlich sein soll, sind halt leider öfter mal Blödsinn, wie man eben am Beispiel Sohle erkennt, wenn es eigentlich Spule sein sollte. Und wenn wir nochmal zurück zu unserem Anfangsbeispiel springen, naja, dann habe ich jetzt so getan, als sei das selbstverständlich, aber naja, ob ich Strom meinte oder Strom meinte oder ob ich wirklich Strum meinte aus dem Englischen, naja, das hat man nur deshalb einfach mal wegkorrigieren können, weil man davon ausgegangen ist, der Text ist deutsch. Das merkt man aber auch. Da hat man auch wieder Zusatzinformationen, weil man sieht die Wörter drumrum und in dem Moment merkt man, ja, ich lese einen deutschsprachigen Text, dann ist es wohl falsch. Hätte ich aber drumrum einen englischsprachigen Text, dann würde ich wahrscheinlich Strum einfach gar nicht als Tippfehler interpretieren wollen. Im Gegenteil, ich finde es sehr eigenartig, wenn plötzlich mitten in einem englischen Text das Wort Strom steht. Genauso bei der Spaltung. Die Spaltung kann nämlich auch was ganz anderes sein. Es könnte auch sein, dass ich eigentlich Spaltung meinte und das N falsch ist und nicht das L. Auch das ist möglich und kommt wieder auf den Kontext an. So sieht das Ganze bei Sprache aus. Jetzt werden wir uns allerdings nicht mit Sprache beschäftigen, weil das interessiert uns jetzt erstmal herzlich wenig, sondern wir machen jetzt mal den Switch in die Digitaltechnik.
Und da geht es jetzt genauer um Datenübertragung und Datenspeicherung. Und auch hier kann es natürlich passieren, dass Fehler entstehen. Und bevor wir uns um die Frage kümmern, wie können wir den Fehler erkennen oder korrigieren oder wie treten die auf, müssen wir uns erstmal überlegen, in welcher Form liegen überhaupt Daten vor. Und zwar gehen wir jetzt in Zukunft davon aus, dass es sogenannte Datenwörter gibt. Und Datenwörter sind sogenannte Bitfolgen, also Abfolgen von Bits. Warum ich hier hingegen Bitfolgenden geschrieben habe, naja, da hat wieder die Autokorrektur zugeschlagen. Also es sind aufeinanderfolgende Zustände von 0 und 1. Das heißt, in den Datenwörtern kommen nur Nullen und Einsen vor. Das hatten wir in der Digitaltechnik schon mal. Nur packen wir jetzt eine Menge von Nullen und Einsen zusammen zu einem sogenannten Datenwort. Datenwörter sind eigentlich die, ich sag mal, Nutzinformationen, die wir übertragen wollen. Und wenn Fehler in einem Datenwort auftreten, dann sind das immer Bitfehler. Und jetzt muss man hier ganz klar sagen, dass es nur zwei Arten von zugelassenen Bitfehlern gibt. Und zwar entweder kippt eine 1 auf eine 0, also aus dem, was eigentlich 1 sein sollte, wird eine 0. Oder aus dem, was 0 sein sollte, wird eine 1. Was wir hier an der Stelle explizit ausschließen, ist, dass Bits in dem Sinne verloren gehen, dass da wirklich nichts mehr ist. Das ist nicht vorgesehen. Also entweder kippt eine 1 auf eine 0 oder eine 0 auf eine 1 und das sind die einzigen Fehler, die wir in der Digitaltechnik haben. Als Beispiel haben wir hier mal ein Datenwort. Das ist jetzt hier die 011011. Und dieses Datenwort ist das, was ich eigentlich haben möchte. Und wenn jetzt ein Bitfehler auftritt, dann könnte es zum Beispiel sein, dass die zweite 1 umkippt aus irgendwelchen Gründen und zu einer 0 wird. Und dann hätten wir das fehlerhafte Datenwort 001011. Das Ganze ist ultra gefährlich, denn zum Beispiel werden ja auch alle unsere beispielsweise Bankgeschäfte oder sowas über Bits letztlich übertragen. Man stelle sich nun mal vor, man tippt irgendwie eine Bankleitzahl ein, Quatsch, eine IBAN heißt das ja heutzutage, und in der IBAN ist irgendein Fehler drin. Da entsteht einfach an irgendeiner Stelle ein Bitfehler und plötzlich geht das Geld an eine völlig andere Stelle. Ja, dann sind wir ziemlich verärgert. Also schon da sieht man, es gibt viele, viele, viele praktische Fälle, wo es extrem wichtig ist, Daten in irgendeiner Art und Weise gegen solche Fehler abzusichern. Das Ganze ist sogar umgekehrt. Diese Art von Fehlererkennung und Fehlerkorrekturen, über die wir jetzt in Zukunft reden wollen, sind in eigentlich jedem digitalen System drin. Also es gibt eigentlich nichts, was ihr in digitalem System verwendet, wo nicht irgendeine Form von Kanalkodierung verbaut ist. Als Enduser sieht man die allerdings nie. Dementsprechend kommt einem das Themengebiet vielleicht neu vor. Zunächst mal zu der Frage, wie entstehen eigentlich solche Bitfehler? Da habe ich mal ein kleines Beispiel gemacht. Das ist wieder die Bitfolge oben links 011011. Ich glaube, das kann man erkennen. Also wir haben hier eine 0, da haben wir eine 1, da haben wir eine 1, da haben wir eine 0, da haben wir eine 1, da haben wir eine 1. Wenn wir sowas jetzt übertragen, zum Beispiel über ein Stück Leitung, dann kann man sich das hier jetzt sehr leicht als Spannungspegel vorstellen. Das heißt, keine Spannung ist eine 0, Spannung auf 1 Volt beispielsweise wäre eine logische 1. Und jetzt haben wir hier quasi Spannung aus, Spannung an, Spannung an, Spannung aus, Spannung an, Spannung an. Das ist, was wir übertragen wollen. Jetzt jagen wir das Ganze auf eine Leitung und dummerweise, wann immer wir sowas tun, fängt es an zu rauschen. In jedem normalen System haben wir Rauschen. Das heißt, wenn wir jetzt das durch die Gegend geschickt haben oder eigentlich schon am Sender und wir empfangen das und gucken uns das später nochmal an, dann sehen wir nicht mehr die blaue Kurve, dann sehen wir die rote Kurve. Und das ist hier oben ja halb so wild. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir aus der roten Kurve hier immer noch sehr gut schließen könnten, dass das wohl 011011 war. Wenn das Rauschen jetzt aber größer wird, zum Beispiel hier unten, dann wird das irgendwann kritisch. Auch hier, denke ich, sind wir uns einig, dass es gerade noch so geht. Aber letztlich gucken wir da jetzt von außen drauf und wir müssten so einem dummen elektronischen System erstmal beibringen, wie es jetzt eigentlich Einsen und Nullen auseinanderhalten soll. Und in dem Beispiel würde man jetzt zum Beispiel ganz simpel mal hingehen wollen, vielleicht, und sagen, wenn ich etwas empfange, was größer als 0,5 ist, dann war es höchstwahrscheinlich die 1. Und wenn irgendwas kleiner als 0,5 ist, dann war es die 0. Wenn wir das so machen, also hier quasi so eine, man nennt das dann Entscheiderschwelle reinlegen, dann sind wir hier noch gerade so safe. Also dann sind wir hier immer unter 0,5, hier sind wir mal oberhalb von 0,5, hier wieder unterhalb und hier wieder oberhalb, wobei der Haken ist schon kritisch. Und wir sehen, dass es hier wahrscheinlich gerade noch so gut gehen wird.
Naja, gut, wenn es hier gerade noch so gut geht, dann machen wir es noch weiter kaputt. Dann sieht das Ganze so aus. Also angenommen, ich habe jetzt richtig viel Rauschen, dann kann hier schon mal so ein Chaos, also rote Linie beim Empfänger ankommen. Und spätestens da sehen wir, glaube ich, ein, dass hier alles Mögliche rauskommen kann. Ja, nun nicht mehr 011, 011. Oder auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwelche Bitfehler auftreten würden. Sowas hier empfängt man übrigens ganz platt und grob gesagt, wenn man im Mobilfunk unterwegs ist. Da sieht es meistens noch viel schlimmer aus. Also, dass Mobilfunk überhaupt funktioniert, ist eigentlich verwunderlich und im Prinzip empfängt man im Mobilfunk nur Rauschen und trotzdem kriegen die Systeme das hin. Und letztlich ist sogar der Mobilfunk, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, einer der Bereiche, wo die härteste Art von Kanalkodierung benutzt wird und wo da der größte Aufwand getrieben wird. Und jetzt bin ich noch viel frecher und würde behaupten, abgesehen vom Display ist wahrscheinlich diese ganze Fehlerkorrektur und so das, was beim Smartphone am meisten Strom zieht. Da will ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte damit nur sagen, das ist extrem relevant. Was müssen wir jetzt also machen? Wir wollen jetzt gerne Bitfehler vermeiden. Und wenn wir jetzt mal sagen, ein Datenwort ist einfach eine Folge von Nullen und Einsen, dann wissen wir nichts von diesen Nullen und Einsen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Folge von Nullen und Einsen empfangen als Empfänger und wissen ja gar nicht, was der Sender losgeschickt hat, dann ist für uns jede Folge von Nullen und Einsen gleich gut. Wenn da jetzt also Fehler drin sind, merken wir das nicht, weil für uns quasi jede Folge von Einsen und Nullen gleichermaßen richtig sein könnte. Es gibt also keine Bitfolgen zum jetzigen Zeitpunkt, die von vornherein ungültig sind. Also das heißt, es gibt eigentlich keine, ja, Folgen von Nullen und Einsen, wo wir jetzt als Empfänger hingehen würden und sagen würden, nee, das kann nicht sein. Das haben wir nicht. Also für uns, wie gesagt, ist alles gleich gut. Wir empfangen Nullen und Einsen und sagen, na gut, dann ist das halt so, ich nehme das mal für bare Münze. Damit das nicht passiert, müssen wir jetzt den Datenwörtern Redundanz hinzufügen. Nochmal zur Erinnerung, Redundanz jetzt im sprachlichen Bereich war sowas wie, ich gebe Zusatzinformationen, die aber eigentlich gar nicht für die Nutzdaten relevant sind. Ich hatte das vorhin auf den Folien Verständnis genannt. Passt jetzt hier nicht mehr so gut, der Begriff. Aber ich muss jetzt quasi zusätzliche Datenmengen ja, dazu packen, damit ich als Empfänger hingehen kann und sagen kann, jo, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und das nennt man eben Hinzufügen von Redundanz. Und wenn ich Redundanz hinzufüge, dann wird aus meinem Datenwort, also der, ich sag mal, Nutzinformation, manche nennen das dann auch Payload, wird dann ein sogenanntes Codewort. Und dieses Codewort ist das Datenwort mit zusätzlicher Redundanz. Das Datenwort, das hatte ich auf den vorherigen Folien schon mal, das wird oft mit DW abgekürzt, während das Codewort entsprechend mit CW abgekürzt ist. Was an der Stelle auch klar ist, das Codewort ist immer länger als das Datenwort, weil es ist ja was dazugekommen. Wenn man sich überlegt, wie Bits eigentlich übertragen werden, dann gibt es ein sogenanntes Kanalmodell, was so eine ganze Übertragungsstrecke mal zeigt. Das muss übrigens jetzt an der Stelle keine Übertragungsstrecke sein. Man könnte sich auch vorstellen, dass das Informationsziel hier ein Datenträger ist. Also eine DVD, ein USB-Stick oder sonst was. Also da muss, hier muss jetzt keine Strecke zwischen sein. Trotzdem ist das formale Konstrukt immer das gleiche. Ich habe eine Informationsquelle. Diese Informationsquelle schickt mir meine Datenwörter, also die Daten, die ich speichern oder übertragen will. Das heißt ganz gerne auch mal Botschaft. Der Encoder macht aus diesem Datenwort ein sogenanntes Codewort, indem er eben Redundanz hinzufügt. Das heißt, irgendwas Intelligentes hier tut, damit das, ja, damit Bitfehler irgendwie erkannt werden können. Wie das geht, wissen wir noch nicht. Dann gibt es das, was uns eigentlich stört, nämlich die Störungsquelle. Das ist das Rauschen, was ich eben gezeigt hatte. Diese Störungsquelle zerstört jetzt gewissermaßen mein Codewort und führt dazu, dass es hier kein Codewort gibt. Aber man sieht hier vielleicht dieses Apostroph, das heißt dann üblicherweise CW-Strich. Also Codewort-Strich heißt so viel wie ein gegebenenfalls fehlerhaftes Codewort. Dieses Codewort nehme ich dann hinterher und gehe hin und jage das wieder durch einen Decoder. Das wäre ich jetzt als Empfänger. Also ich habe so ein vielleicht fehlerhaftes Codewort, das jage ich bei mir durch so eine Maschine durch. Und diese Maschine würde jetzt gegebenenfalls erkennen, ob da Fehler drin sind oder nicht und würde vielleicht sogar korrigieren können oder nicht. Und dann würde ich ein Datenwort daraus kriegen, was vielleicht hoffentlich wieder das Originale ist.
Wenn ich diesen Umweg hier nicht mache über dieses Codewort, sondern sage, naja, DW ist sofort verändert worden, dann habe ich auf jeden Fall hinten keine Chance, das Original wieder zu kriegen. Mit diesem Umweg hier könnte es sein, oder hoffentlich ist es so, und wenn das System gut ist, ist es so, dass dieses DW-Strich, also das empfangene Datenwort, wieder gleich dem gesendeten Datenwort ist. Das ist zumindest unser Ziel. Das heißt, in der Kanalkodierung haben wir zwei grundsätzliche Ziele. Und zwar Fehler, die im Datenwort entstehen, sollen erkannt und oder korrigiert werden können. Das heißt, erkennen heißt, ich weiß, es ist ein Fehler passiert. Das Einzige, was ich dann tun kann, ist dem Sender zu sagen, schick nochmal. Oder bessere Systeme können auch korrigieren. Die können nicht nur sagen, hier ist was faul, sondern auch, wo was faul ist. Das Schöne bei der Digitaltechnik und bei den Bits ist ja, wenn ich weiß, an welcher Stelle im Wort was falsch ist, dann weiß ich auch sofort, wie es zu korrigieren ist, weil es gibt ja nur Einsen und Nullen. Das heißt, wenn ich weiß, an Stelle 3 steht eine 0, die ist aber falsch, naja, dann muss da alternativ halt eine 1 hin. Das heißt, das Korrigieren an der Stelle ist relativ einfach. Das wäre mit deutscher Sprache nicht so oder mit Text nicht so. Also wenn ich jetzt weiß, an fünfter Stelle im Wort steht ein L, da soll aber kein L stehen, da weiß ich noch lange nicht, welcher Buchstabe dahin gehört. In der Digitaltechnik ist das Ganze ein bisschen einfacher. Und das spielt uns extrem gut in die Karten. Ja, das Ganze löst man, indem man, wie gesagt, dem ursprünglichen Datenwort Redundanz hinzufügt, also zusätzliche Informationen überträgt. Und wie das Ganze läuft und wie das Ganze funktionieren kann in den einfachsten Fällen, mehr machen wir hier nicht, seht ihr in der Lektion, die jetzt kommt.